Freunden, Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Zieht euch rein. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ja, mit neuem Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, bei mir vorbeizuschauen. Und heute gibt's mal seit langem Warten den Piccolo für euch am Stissel, ihr Freunde. Und ja, der hat so lange auf sich warten lassen, weil der war echt heavy, Freunde. Der war richtig heftig. Also das hat mich einige Entwürfe gekostet, bis ich wirklich zufrieden war, bis ich sagen konnte, okay, das kann ich der YouTube-Community auf jeden Fall empfehlen, das kann ich euch zeigen, das kann ich euch als Tutorial auf die Augen schmettern. Und ja, was soll ich sagen, ich finde mal wieder mega geil, sonst würde ich nur euch nicht zeigen, Freunde. Ich zeige euch nur Embleme, die mir persönlich auch gefallen. Und ja, wurde auch mal wieder Zeit, dass jetzt langsam wieder eins rauskommt, aber Freunde, der Dennosch immer viel zu tun, wisst ihr Bescheid. Und ja, ist dann halt so. Und ja, der Piccolo, der hat es schon echt in sich, wie ich gerade sagte. Der war wirklich heftig, also muss ich ganz ehrlich sagen, der ist richtig heftig. Daraus ein ordentliches Emblem zu zaubern, ist schon gar nicht so einfach, will ich da mal einfach so behaupten, Freunde. Also der Zorro, der hat mich schon Nerven gekostet, aber Piccolo, meine Fresse, den habe ich mir ziemlich einfach vorgestellt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, aber irgendwie hat er es total in sich. Und ja, ich hoffe, das Ergebnis konnte sich jetzt hier sehen lassen, dass ihr wieder damit zufrieden seid. Und ja, ich mache das ja halt immer im Wechsel im Moment zwischen Dragon Ball und One Piece. Und ja, was soll ich sagen, das werde ich auch erstmal so weiter halten. Natürlich wird hier und da ab und zu mal zwischendurch was anderes kommen, aber im Großen und Ganzen habe ich mir einfach jetzt erstmal vorgenommen, weil einfach die Nachfrage sowas von riesig ist, was diese beiden Serien angeht, als Emblem. Das ist echt heftig. Und ja, als nächstes wird dann jetzt wohl auf jeden Fall wieder One Piece für euch anstehen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal richtig fett drauf ja, überraschen lassen. Fett drauf überraschen lassen, hä? Könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein, Freunde, was ich da für euch zaubern werde. Ich habe da schon was im Hinterstübchen für euch. Und ja, ich hoffe, das wird dann natürlich auch wieder so gut ankommen. Vergesst natürlich nicht, Freunde, mir hier ein Like dazulassen. Also die Embleme sind echt viel Arbeit, Freunde. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wenn es geht, natürlich auch einen Kommentar, Freunde, für neue Vorschläge. Wie gesagt, ich sag's in jedem Video, haut mir Vorschläge, Kommentare unten rein. Auch wenn ihr sie schon mal in einem anderen Emblem-Video von mir unten reingetackert habt, Freunde, tackert sie wieder da rein. Kann nicht schaden, Freunde, den Dennosch immer wieder an ein Emblem zu erinnern. Und ja, kann ja nicht verkehrt sein. Und wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann mal drankommen. Also wenn ich auf jeden Fall sehe, dass die Nachfrage da richtig groß ist, dann ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euren Wunsch quasi zu erfüllen. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen das in der nächsten Zeit so, dass ihr unten einen Namen reinhaut und dann seht ihr zu, dass ihr ganz viele Daumen hoch dafür bekommt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das dann eins der nächsten kommenden Embleme. Und ich denke mir, das ist schon eine ganz gute Sache. Da könnt ihr auch so ein bisschen untereinander abstimmen, Freunde. Und ja, wenn ihr dann ein paar Kollegen oder was habt, die dann für euch mit abstimmen, dann seid ihr natürlich vorne mit dabei, Freunde. Beziehungsweise die Community ist auch dafür. Und dann sieht die ganze Sache schon so aus, dass das sehr wahrscheinlich ein Emblem wird, Freunde, was ich dann da für euch erstelle. Wenn ich natürlich sehe, dass da eine richtig dicke Nachfrage ist, dann kann ich dem mir nicht mehr entziehen, Freunde, oder mir oder euch das vorenthalten, Freunde. Und dann setzt ihr dennoch sich dran und zaubert dafür ein Emblem für euch. Doch, kann man das so sagen? Meine Fresse, Aussprache technisch heute ganz, ganz schwieriges Level. Und ja, ist auch noch früh am Tag, Freunde. Und ja, müsst ihr verstehen. Auf jeden Fall, ja, in der Zukunft werden sich noch einige Sachen ändern. Also, ich habe mich mit einigen von euch schon kurz geschlossen. Und ja, da werde ich noch einiges an Bearbeitungskram hier noch reinstecken in den nächsten Emblemen, beziehungsweise also in den Tutorials, dass ich euch da einige Sachen kennzeichnen werde. Und ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das so gedengelt kriege. Und ja, dass halt so die nächste Ebene angesagt wird, dass ihr halt die Position besser erkennen könnt. Und ja, da mache ich mir auf jeden Fall im Moment schon schwer Gedanken dran, weil ich will halt, dass ihr geile Embleme bekommt, Freunde. Und
Ja, Voraussetzung ist dafür, dass ihr es auch gut nachmachen könnt oder es relativ einfach für euch ist, sag ich mal so. Ich weiß, meine Embleme sind nicht die einfachsten, das habe ich mir jetzt schon öfter anhören müssen. Scheinen wohl relativ schwer zu sein, ich sage es mal in Anführungsstrichen, weil ich habe schon oft genug mein Emblem irgendwo im Call of Duty gesehen im Moment. Auch wenn ich nicht so oft zocke, Freunde, und in den ein oder anderen Top 5 Emblemen oder Top Embleme oder sowas taucht immer mal wieder ein Emblem meiner Seite auf. Und ja, das zeigt mir einfach, dass es doch schon eine große Nachfrage dort gibt und dass die relativ gut bei euch ankommen. Mag ich jetzt einfach mal so von mir zu behaupten, Freunde. Ob das so ist, will ich jetzt nicht unbedingt bestreiten, weil ich bekomme auch sehr, sehr viel positives Feedback von euch. Und darüber bin ich euch sehr dankbar, wirklich sehr, sehr dankbar. Und das zeigt mir auch irgendwo, dass meine Arbeit ja geschätzt wird, beziehungsweise mit euren Kommentaren und Likes und Abos, die ja auch im Moment am explodieren sind, einfach belohnt wird. Und ja, eine geile Sache auf jeden Fall und eine riesen Motivation für mich auch, weil ja, nur durch positives Feedback bekommt man noch mehr so einen Push, so einen Drang, das Ganze irgendwie noch ja, wie soll man sagen, größer machen will ich jetzt nicht sagen, aber halt noch mehr rauszuhauen, aber ist halt immer schwierig, wenn man auch noch ein bisschen arbeiten muss, Freunde. Da kann man nicht hier nur vor dem Emblem-Editor hocken und ich sag mal, so ein Fall wie Piccolo hier, der hat's schon ganz, ganz schwer in sich, Freunde, der hat's richtig schwer in sich und der war gar nicht einfach, der war überhaupt nicht einfach und ja, da macht man dann mehrere Anläufe und ich bin dann halt so einer, ich muss damit selber zufrieden sein, dass ich es dann euch überhaupt zeigen kann, weil ich sehe meine Embleme sowieso immer ein bisschen kritischer, glaube ich, wie fremde Leute, weil ich mir teilweise Dinge irgendwie anders vorgestellt habe, die ich dann nicht ganz umgesetzt bekommen habe, aber die Leute sehen dann halt das fertige Ergebnis und meistens ist das Feedback dann auch positiv und das animiert mich dann ja auch wieder dazu, hier ein paar Embleme für euch raushauen. Einen Moment mal bitte, Freunde. So, weiter geht's, Freunde. ja, das animiert mich dann auch immer halt wieder was für euch zu zaubern, Freunde. Und wie gesagt, haut mir unten was in die Kommentare rein, beziehungsweise das nächste Emblem, was kommen soll. Muss jetzt nicht immer One Piece und Dragon Ball sein, kann jetzt auch was anderes sein. Also wenn ich sehe, dass da enorm Nachfrage ist nach anderen Emblemen, Freunde, dann tackert das einfach immer unten rein und ja, ich sag mal, wenn sich das wiederholt, irgendwann fällt's auf. Mein Gott, ist denn heute los hier? Und bisschen erkältet und so, wisst ihr, Freunde. Und auf jeden Fall, dann würde ich einfach sagen, ihr animiert Leute dazu, bei euch einen Daumen hoch zu geben unter euer Kommentar und umso weiter. Also ich sehe das ja, wie viele Leute das geliked haben und dann sehe ich ja auch, dass eine riesen Nachfrage danach ist und ich glaube, das kann dem Ganzen helfen, euch ein bisschen nachzukommen oder euren Wünschen nachzukommen und ich denke, dass das eine ganz gute Option ist, das so irgendwie so zu handhaben. Natürlich liegt die Entscheidung dann im Endeffekt bei mir. Ich muss da auch Bock drauf haben, wisst ihr, Freunde? Nützt mir nicht, wenn ich da irgendwie eine Sache mache oder ein Emblem erstelle, wo ich echt keinen Bock drauf habe, wo ich kotzen könnte. Dann werde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil es dann auch einfach nicht gut wird. Und das ist ja auch dann nicht Sinn der Sache, dass ich erstens meine Zeit vergolle und euch irgendein Schmelzemblem da vor die Augen knüppel. Ja, bringt ja nichts, Freunde. Und ja, was mir im Moment aufgefallen ist, ihr habt auch noch einige Wünsche an Embleme, die schon vorhanden sind. Also nehmen wir mal zum Beispiel mein Ruffy-Emblem mit der Faust. Da kam jetzt letztens auch noch ein Wunsch, dass ich da eventuell mal noch ein anderes Ruffy oder einen neueren Ruffy nehme. Oder Vegeta als Super Saiyajin, Son Goku als Super Saiyajin und was nicht alles, Freunde. Und ja, ich denke, wenn wir so einige Protagonisten schon einmal hatten und auch so die wichtigsten oder beliebtesten Charaktere dieser Serien abgearbeitet haben, Freunde, dann hau ich doch nochmal ja, ein paar Embleme, die schon vorhanden sind, also Protagonisten, die schon als Emblem erstellt habe, nochmal als neues Emblem raus, ein bisschen was anderes und ich glaube, das wird sehr nice und da können wir dann auch nochmal ein bisschen was reißen und das alles nochmal ein bisschen individueller hier für euch gestalten, den Emblem-Editor und ja, Freunde, ich würde sagen, ihr haut mir jetzt was unten in die Kommentare. Seht zu, dass euer Vorschlag ordentlich geliked wird. Und
Ja, dann wahrscheinlich wird es dann wohl in der nächsten Zeit dann mal kommen. Ja, so kann ich das einfach nur sagen. Und auf jeden Fall ein dickes Dank an euch. Dickes Dank, einen dicken Dank an euch, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ich komme auch mal dazu, wieder ein anderes Video zu machen, außer im Leben. Aber im Moment, die fressen Zeit, Freunde, das glaubt ihr mir gar nicht. Aber ihr wisst es ja zu schätzen, Freunde. Ich würde sagen, ich bin raus. Euer Denno Spieß. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Liken nicht vergessen und kommentieren, abonnieren. Labarababa. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ciao.